Hey alle zusammen, und in diesem kurzen Video erkläre ich allen SCB-Leuten mal so, wie das User Voting mit Rückrunde funktioniert. Das ist ein total einfaches System und ich frage mich, warum darauf noch keiner gekommen ist. Grundsätzlich orientiert sich das an dem JBB User Voting System mit Rückrunden. Allerdings habe ich die beiden Sachen, die Julian bei seinem System verkackt hat, mal besser gemacht, meiner Meinung nach. Ihr könnt mir natürlich eure Meinung zu dem Ding sagen in den Kommentaren. Das war gereimt. Ja, nice. Auf jeden Fall, ist das Ganze relativ einfach, und zwar ändert sich nichts an der Art des Votings. Es ist weiter eine Verhältniswahl sozusagen, das heißt ja eben Like-Dislike-Verhältnis, ganz typisch halt. Der Unterschied ist nur, anstatt dass jetzt irgendwie in der Hinrunde, also Hinrunde mit Hinrunde und Rückrunde mit Rückrunde verglichen wird, wird es anders passieren. Und zwar ist es einfach simpel so, dass zwei User-Vote-Punkte verteilt werden, und zwar dieser auf die Art und Weise, dass beide Ergebnisse zusammengezählt werden, also vom Hinrunde und Rückrunde, und das durch 2 geteilt. So kommt man im Endeffekt auf ein Durchschnittsergebnis, ein Mittelwert sozusagen eben der beiden Votings der einen Person. Das gleiche wird bei beiden Leuten gemacht und so sieht man, wer eben besser dran ist. Ich werde dann eben 2 Punkte dafür verteilen und so einen Puffer von 10% einbauen. Mit diesem 10% Puffer verhindere ich einfach mal bei knappem User-Voting, dass es dazu kommt, dass irgendwie einer 2-0 kriegt, obwohl er nur knapp das User-Voting gekriegt hat. Ansonsten werden dann direkt 2 Punkte verteilt. Ist aber auch, denke ich, verständlich, da die Juroren jetzt auch 2 Punkte verteilen dürfen in Rückrunden. Also für Hin- und Rückrunde. Ist ja, denke ich, logisch. Also aus den beiden Seiten. Ihr wisst, was ich meine. Typisches System. Ja, so einfach ist das System eigentlich auch schon. Das ändert nur was an der Auswertung. So hat man kein unnötiges Vergleichen von Rück- und Rückrunde und Hin-Rückrunde und weiß nicht, was Julian da schon alles erfunden hatte. So ist es einfacher, denke ich, und ja, das ist es auch schon. Sagt mir gerne mal eure Meinung dazu, noch kann sich das ja ändern. Ich bin zwar ziemlich zufrieden damit, aber vielleicht gibt es ja noch riesen Nachteile, die ich nicht bedacht habe. Schreibt es mir in die Kommentare, wir hören uns wieder. Morgen kommen die SCB-Runden. Bis dahin, ciao, bis dann, freut euch drauf.